Hey liebe Poolfreunde, mit Sicherheit habt ihr schon mitbekommen, wir haben akkubetriebene Poolroboter im Sortiment und zwar die Liberty-Serie, den Liberty 200, Liberty 300 und Liberty 400. Diese unterscheiden sich zwar optisch nicht, aber von der Funktion und auch vom Lieferumfang. Und das wollen wir euch in diesem Video auch erklären, wo die genauen Unterschiede liegen. Und am Ende des Videos erklären wir euch auch noch, was ihr machen müsst, wenn ihr euren Pool in den Winterschlaf legt, weil dann muss man natürlich auch bei den akkubetriebenen Geräten auf ein, zwei Dinge achten. Und darauf gehen wir jetzt ein. Viel Spaß mit diesem Video. Wir sind ehrlich, wir haben lange Zeit von akkubetriebenen Poolrobotern auf dem Markt abgeraten, beziehungsweise waren da nicht so überzeugt von. Wir haben gewisse Erfahrungswerte. Es gab auch schon vor geraumer Zeit Geräte, die akkubetrieben waren und die hatten noch viele Kinderkrankheiten. Die waren teilweise undicht, Strom im Wasser, akkubetrieben, Laufzeit war nicht so gut, die Reinigungsergebnisse waren nicht so zufriedenstellend und die Geräte waren zu der damaligen Zeit auch noch ziemlich teuer. Das hat sich jetzt Gott sei Dank mit der Liberty-Serie geändert. Denn die Geräte reinigen in gewohnter Metronics-Qualität. Das liegt unter anderem daran, dass all diese Geräte auch eine aktive Bürste haben. Das bedeutet so viel, dass sich die Bürste vorne schneller dreht als die Raupen und somit wirklich die Geräte aktiv schrubben. Und wenn man den Dreck entfernen möchte, das geht ganz leicht über den Deckel. Den kann man öffnen, um den Filterkopf herauszunehmen und ganz einfach mit dem Gartenschlauch abzuspritzen. Alle drei Geräte sind übrigens mit demselben Akku ausgestattet und zwar hat er eine Kapazität von 5000 mAh und die Reinigungsdauer ist auf 90 Minuten ausgelegt, also wie bei einem gewöhnlichen Poolroboter eben auch. Und wenn der Akku dann leer ist, kein Problem, man kann ihn hier mit dem Ladestecker, welcher natürlich mit im Lieferumfang dabei ist und in den Haushaltsstrom gesteckt werden kann, hier ganz leicht magnetisch und induktiv laden. Man kennt es von einer Zahnbürste, der wird einfach hinten eingesteckt und schon beginnt er mit der Ladung. Die Ladedauer ist mit 6 Stunden angegeben, also über Nacht ja wohl gar kein Problem. Und keine Sorge für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, oh nein, der Akku ist fest verbaut, wenn der Akku kaputt ist, dann muss ich das Gerät wegschmeißen. Ist dem natürlich nicht so. Man kann den Akku austauschen lassen. Ist jetzt auch nicht mal eben gemacht. Also privat zu Hause solltet ihr euch da vielleicht nicht dran trauen. Aber wir haben natürlich auch eine hauseigene Werkstatt, wo wir das machen können. Also solltet ihr im Allgemeinen mal Probleme mit eurem Poolroboter haben, ganz unabhängig jetzt von der Liberty-Serie, könnt ihr uns eure Geräte auch zukommen lassen und wir kümmern uns drum. Was bekommt ihr eigentlich nach Hause geliefert, wenn ihr eins der drei Geräte bei uns kauft? Also bei allen drei Geräten ist auf jeden Fall nicht nur das Gerät dabei, sondern auch noch dieser Haken. Der kann auf eine Teleskopstange gesteckt werden, um das Gerät leicht aus dem Wasser ziehen zu können. Der Unterschied beim 300 und 400 im Vergleich zum 200er ist, ihr habt noch hier diesen Klicker dabei, von uns liebevoll Rassel genannt. Gehen wir gleich noch drauf ein. Und ebenfalls anders als beim 200er ist, ihr habt hier eine Feinfilterkartusche ebenfalls dabei. Somit könnt ihr noch feineren Dreck aus dem Wasser, wie zum Beispiel Staub, filtern bzw. ziehen. Wie auch schon vorhin erwähnt, ist natürlich auch das Ladegerät bei allen drei Geräten im Lieferumfang enthalten. Wie unterscheiden sich diese drei Liberties nun in der Funktionsweise? Alle drei Poolroboter reinigen selbstverständlich den Boden sowie auch die Wand. Der 400er kann auch zusätzlich die Wasserlinie effektiver reinigen. Alle drei Geräte fahren zwar die Wand hoch und auch bis zur Wasserlinie, aber der 400er bleibt einfach etwas länger da. Und durch die vorhin schon erwähnte aktive Bürste kann der Poolroboter die Wasserlinie einfach noch effektiver reinigen. Ein weiterer Unterschied bei den Funktionen sind auch noch die Reinigungsmodi. Während der Liberty 200 nur den Standard-Reinigungsmodus enthält, haben diese zwei Geräte noch den Eco-Modus sowie auch den Schnellmodus. Der Eco-Modus wird einfach stromsparender eingesetzt, sodass ihr den Poolroboter eine Woche lang im Pool lassen könnt und der reinigt immer wieder ein wenig den Pool. Aber hier ist einfach der Effekt der Langzeitwirkung vorhanden oder wenn ihr im Urlaub seid. Der Schnellmodus ist dagegen nur für den Poolboden angedacht, wo sich ja auch logischerweise der meiste Dreck ansammelt. Also insofern auch eine praktische Geschichte. Die Modi könnt ihr bei diesen zwei Geräten auch übrigens hinten über den Power-Button aktivieren oder deaktivieren. Haben wir aber auch schon mal ein Video zu gemacht, verlinken wir euch hier oben. Da könnt ihr euch nochmal die Funktionsweise bzw. die Bedienung des Geräts genau anschauen.
Im Übrigen, in unserer hauseigenen Werkstatt warten wir auch eure Poolroboter, nicht nur die Liberties. Also, wenn ihr in den Winterschlaf geht, schickt uns gerne zwischen Oktober und März euren Poolroboter zu. Wir warten den gerne für euch, damit er wieder fit zum Saisonstart ist und dass ihr viele Jahre auch Spaß mit eurem Poolroboter habt. Und wenn ihr das Care Plus Paket dazu erworben habt, dann ist die erste Wartung sogar kostenfrei. Wie schon vorhin ganz kurz angedeutet, sind ja beim 300 und 400 noch im Lieferumfang die zusätzlichen Feinfilterkartuschen dabei. Hier haben wir diese zwei Stück eingesetzt und das ist sehr gut, wenn ihr ganz fein Staub oder Dreck aus dem Pool sammeln wollt. Nutzt diese also wirklich auch nur dann, wenn ihr wirklich den feinsten Dreck entfernen möchtet, denn diese haben natürlich einen etwas höheren Widerstand. Also in der Regel funktionieren die Standardfilterkartuschen sehr gut. Diese müssen also wirklich nur eingesetzt werden, wenn ihr sehr feinen Sand zum Beispiel oder Staub im Becken rumfliegen habt. Falls ihr was in der Hand halten möchtet, um euch zu informieren, dann können wir euch nur das Pool Powershop Magazin an die Hand geben. Das ist kostenfrei bei jeder Bestellung mit dabei und hier findet ihr natürlich nicht nur Infos zu der neuen Liberty-Serie, sondern auch noch eine praktische Vergleichstabelle der Poolroboter und natürlich auch viel, viel mehr rund um das Thema Pool. Und falls ihr eben auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann meldet euch für den Newsletter an. Ihr haltet auch ein kleines Willkommensgeschenk. Den Link findet ihr auch selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Ein weiterer großer Unterschied zwischen den Modellen ist auf jeden Fall spätestens bei der Entnahme der Geräte aus dem Wasser auffällig. Der 200er bleibt am Ende seines Reinigungszyklus, der fährt bis zur nächstgelegenen Wand und bleibt dann unten an der Wand stehen. Diese zwei Geräte kann man mit dem Click-Up-System hochrufen, so gesehen. Man hält diese Rassel unter Wasser, klickert damit herum und dann wissen die Geräte Bescheid, fahren dann eine Wand hoch und bleiben dann an der Wasserkante, also an der Wasserlinie quasi hängen. Und von dort aus kann man sie natürlich viel leichter entfernen. Wir müssen dazu sagen, wenn ihr diesen Haken an der Teleskopstange hängen habt und damit ins Wasser geht, dadurch, dass das Wasser das Licht anders bricht, ist es manchmal gar nicht mal so einfach, den Poolroboter unten an die Angel zu kriegen. Es ist natürlich möglich und mit etwas Erfahrung auch bestimmt kein Problem. Aber hier auf jeden Fall ein großer Vorteil der beiden besseren Geräte. Der Liberty 400 unterscheidet sich von seinen kleineren Geschwistern noch um eine Sache, und zwar gibt es hier eine App-Anbindung. In der App könnt ihr das Gerät nicht nur ein- und ausschalten, ihr könnt auch noch den Reinigungsmodus auswählen, sprich nur Boden oder auch eine normale Reinigung von Boden und auch Wand. Und ihr könnt auch einen Eco-Modus aktivieren, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und zugegebenermaßen, es ist gar nicht mal so unpraktisch, denn wie vorhin schon erwähnt, die Geräte sind auf das Minimalste reduziert. Wir haben nur einen Knopf, worüber wir das Gerät nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch die Modi auswählen. Und in der App könnt ihr dann insofern wirklich überwachen, ob es der richtige Modus ist. Und insofern kann man sagen, so wie die Geräte leicht gestaltet sind, ist auch die App sehr leicht zu bedienen und übersichtlich gestaltet, was einfach für die Geräte spricht. Also an dieser Stelle finden wir es sogar sehr gut. Was müsst ihr bei der Einwinterung der Geräte beachten? Da es sich um akkubetriebene Geräte handelt, müsst ihr natürlich den Akku auch entsprechend pflegen. Hallo Nala. Und das funktioniert, indem ihr den Akku vor der Einwinterung auf mindestens 50% ladet oder um die 50%. Das bedeutet, ihr habt hinten zwei LEDs, die leuchten. Und bevor ihr in die nächste Saison startet, solltet ihr die Poolroboter auf 100% wieder hochladen und natürlich trocken und nicht zu kalt wegstellen. Und somit seid ihr auf der sicheren Seite. Kommen wir nun also zum Fazit und zu der Frage zurück, welcher dieser drei Liberty-Modelle der beste für euch ist. Mit dem Liberty 200 habt ihr eine kinderleichte Bedienung, wie mit allen Geräten. Und wenn ihr einen günstigen Einstieg in die Welt der Akku-Poolroboter haben wollt, dann ist das das richtige Gerät für euch. Mit dem 300er habt ihr den Vorteil des Click-Up-Systems, somit könnt ihr das Gerät leicht aus dem Wasser nehmen. Ihr habt zusätzliche Reinigungsmodi sowie auch die Feinfilterkartuschen. Und der 400er hat nochmal die Funktion der Reinigung der Wasserlinie, sowie aber auch die Bedienung über die App. Welcher ist also nun der richtige für euch? Na, letztendlich müsst ihr das selbst entscheiden. Wir können euch aber auf jeden Fall mindestens den 300er ans Herz legen, denn die Entnahme des Poolroboters ist viel leichter und letztendlich wollt ihr eben davon Profit schlagen, dass ihr kein Kabel mehr habt und dass die Bedienung einfach einfacher ist. Und insofern greift mindestens zum 300er. Wenn ihr aber ein bisschen mehr Spielerei haben wollt mit der App sowie eine Reinigung der Wasserlinie, dann greift auch gerne zum 400er Modell.
Welches der drei Geräte gefällt euch am meisten? Schreibt das doch gerne unten in die Videokommentare. Die Links zu den Produkten findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir wünschen euch natürlich viel Spaß beim Planschen. Nala! Tschüss.